Hallo, oh, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Vielleicht eine etwas kürzere Folge als sonst, weil ich ein wenig Zeitdruck habe. Es ist nämlich morgens und ich muss bald los. Ich habe nur gemerkt, dass ich heute kein Bart mehr habe und ja, ich muss noch schnell aufnehmen. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile, erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken, ne, auswirkt. Sogar auf die Treppe und so. Wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Sieht cool aus, ja. Wie die Orgelpfeifen. Ich komme nicht ran. Außerdem wären sie eh zu schwer. Warum steht Edna jetzt hinter der Tür? Na, ihr Pfeifen? Erstens komme ich nicht ran. Zweitens braucht man dafür meines Wissens eine Art Tastatur. Ja gut. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner. Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument. Ich glaube, die Orgel zählt zu den Holzbläsern. Du spinnst, Harvey. Die Panflöte meinte. Ich habe das Bedürfnis, sie durchzunummerieren. Aber meine Arme sind zu kurz. Die Idee war gut. Die in der Mitte könnten mal wieder gestutzt werden. Aber meine Arme sind zu kurz. Oh, meine Arme sind zu kurz. Das weckt Erinnerung. Die könnten mal wieder poliert werden. Aber meine Arme sind zu kurz. An ein Spiel, was bald kommen wird. Wenn der Organist sabbert, sollte man das auf jeden Fall tun, ja. Im Moment ist anderes dringender. Nein? Das ist nicht der Notenschlüssel. Eine Innenraumentrostung ist überfällig, aber meine Arme sind zu kurz. Die Idee war gut, doch ihre Arme sind zu kurz. Wenn ich fallen sie mir auf den Kopf. Dann brauchen wir einen Helm. Adventure-Logik, jetzt auch mit Minzgeschmack. Geil, Minzgeschmack ist nice. Wenn das Ding einen Kopfhöreranschluss hat, dann auf der anderen Seite. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch. Okay. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna bricht aus darauf geachtet habe, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt, oder sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Das mit der Gitarre müssen wir auch noch machen, ne? Stimmt. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Mitnehmen. Das ist kein Walkman. Egal. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Stimmt. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Nein, lass an. Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein, und jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Oh. Ich könnte ihn sicher mit einem Schlag zerstören. Aber ich tue es nicht. Ich genieße das Gefühl der Macht. Oh Manu.
Yes. Vielleicht klingt der Song mit ein paar Ecken besser. Alles klar. Naja, schlechter ist es nun auch nicht unbedingt. Ja, aber auch nicht unbedingt besser. Der spielt keine Topflappen ab. Diese ollen Topflappen will doch eh niemand mehr hören. Das ist eine Beleidigung für alle Topflappen. Das Ding gehört nicht in den Topf, sondern in die Tonne. Das Kassettendeck geht auch ohne Generalschlüssel auf. Nein. Der Tonabnehmer sieht ein wenig matt aus. Okay. Das Kassettendeck geht auch ohne Gewalt auf. Nein. Ich glaube, es ist von meinem brutalen Aussehen eingeschüchtert. Du bist ein Tierhaft. Das ist ein Argument. Ein Nagetier. Oh. Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Ah, okay. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Nichts drin, außer einer Luftsäule. Moment. Die hat schon jemand vor mir entrostet. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. Was kann man denn noch da reinpacken? Ja. Was tust du da, Harvey? Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann. Aufs Eindrucksvollste. Der ist zu groß, um als Pfeifenreiniger zu dienen. Nein, die Klappe lässt sich nicht bekritzeln. Egal. Tja, ich würde sie auch gerne vergrößern. Aber es geht nicht. Wahrscheinlich hat das nur mit einem anderen Klang zu tun, ne? Moment. Moment. Weiter reicht das Kabel vom Kopfhörer nicht. Ich leg ihn lieber erst zurück. Aber ich kann ihn doch nicht jetzt mitnehmen. Jetzt kann's weitergehen. Oh. Okay. Da können wir auch noch hin und da oben können wir auch noch hoch übrigens, ne? Nicht vergessen, Leute. So, was stand denn hier nochmal drauf? Ah. Okay. Die. Nee, warte mal. Ja, Mitte, also rechts, Mitte. Rechts, Mitte, links. Rechts, links. Ich versuche es mir zu merken, Leute. Rechts, Mitte, links, rechts, links. Rechts, Mitte, links, rechts, links. Rechts, Mitte, links, rechts, Minz. Links. Minz. Minz? Was? Rechts, Mitte, links, rechts, links. Rechts, Mitte, links, rechts. Thanks. Huh.
Okay. Obwohl, das waren die Gitarrenseiten, ne? Moment. Hey. Sich vielleicht erstmal. Warte mal. Nein, nein, Moment. Zack. Ich schlepp den keinen Meter weiter. Moment, gibt's hier keine Gitarre? Nee. Oh. H, D, E, A, G. A, D, E, A, G. Versuche ich das mal zu spielen? Moment. Das H, ne? Ja. Aha. Klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters. Und noch G, ne? G. Hey, das rockt! Alles klar. Es ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ach schau, das geht nicht. Okay. Dieser Screen beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie halt tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Hat der Schlüsselmeister den Boy da umgebracht? Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? So eine habe ich schon. Nein. Siehst du dieses Licht? Halleluja. Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde schöne Scherben geben. Toll. Sie hat ja wirklich draufgehauen. Die kann kein Glas schneiden.
aber einen Kassettenrekorder. Es ist kalt. Da ist kein Schlüsselloch. Ich glaube, es lässt sich überhaupt nicht öffnen. Glas rostet nicht. Ich sehe keine Schrauben. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Da ist nichts mehr zu retten. Das wollte ich nicht. Da ist nichts mehr zu retten. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Edna. Du wolltest nur das Beste für alle. Uiuiui. Nein. 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 Sagt sie überall nein? Nein. Nein. Ich glaube schon. Nein. Nein. Alles klar. Gut, Leute, würde ich aber sagen, das war's jetzt für heute. Es tut mir leid, dass der Part ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.